und wieder was Neues von Dutone. Diesmal zeige ich euch den Juice D-Lab. D-Lab steht für Dutone Laboratories. Da wird Entwicklungsarbeit an neuen Kite-Linien, an neuen Materialien und so weiter betrieben. Der D-Lab, wir kennen das schon, leichtes Material, steifes Material ist auch ein Thema gewesen bei den SLS-Schirmen. Jetzt wird beim D-Lab das sogenannte Alula-Gold-Material verwendet. Noch einmal leichter, noch einmal reißfester, noch einmal steifer als das Penta TX, was bei den SLS verbaut wird. Wir haben hier zwar auch, es wird hier auch teilweise Penta TX-Materialien an manchen Stellen eingesetzt, aber durch diese leichte Konstruktion mit dem Alula-Material ist der Schirm um bis zu 40% leichter als herkömmliche Materialien. Das Alula-Material ist um 70% leichter. Also das ist wirklich eine Dimension, die wirkt sich gewaltig aus auf Flugeigenschaften. Der 13er geht super früh los. Lässt sich aber auch extrem weit rauffahren, hat einen guten Zug nach oben, also auch überpowered, Hangtime-mäßig, echt geiler Kite. Was wir schon vom normalen Juice kennen, sind die dünnen Bridles. Haben weniger Luftwiderstand beim Fliegen und dadurch hat der Kite auch eine bessere Fluggeschwindigkeit. Was jetzt im Vergleich zu dem Penta TX noch einmal gesteigert worden ist, ist dieses Feeling, dass sich der Schirm kleiner anfühlt. Der 13er fühlt sich an wie ein 10er und das ist halt, es gibt nicht viel Leute, glaube ich, die große Kites gern haben und kleine Kites machen halt immer mehr Spaß und deswegen finde ich das so geil, dass du einen 13er fliegen kannst, der sich anfühlt wie ein 10er. Juice D-Lab haben wir auch einen Testkite bei uns in der Station, könnt es gern jederzeit ausprobieren, macht euch selber ein Bild von dem Schirm, es wird euch überzeugen, probiert es aus, Juice D-Lab.